Künstliche Intelligenz ist eine der spannendsten Technologien unserer Zeit. Doch was bedeutet künstliche Intelligenz überhaupt? Und wie beeinflusst es das Hier und Jetzt? Viele spannende Fragen, die ich heute an Frau Professor Sandra Wachter von der Oxford-Universität stellen darf. Die beste Art und Weise, sich KI vorzustellen, ist, dass es eine Software ist, die einem bei der Entscheidungshilfe helfen kann. Wenn man sich nicht sicher ist, wie man einstellen soll, wie man ein Darlehen geben soll, ob jemand medizinische Hilfe benötigt, dann kann man KI dafür nutzen. Und da gibt es zwei Modelle. Es gibt so diese relativ einfachen Algorithmen, wo man dem Algorithmus die Regeln erklärt. Das ist ein bisschen so wie ein Taschenrechner. Man sagt dem Algorithmus 2 und 2 ist 4. Bitte exekutiere das einfach mal. Nicht? Das heißt, das, was der Mensch normal gemacht hätte, exekutiert einfach der Algorithmus. Ist relativ einfach, ist relativ unproblematisch. KI hilft auch bei der Entscheidungshilfe, aber im Gegensatz zu diesen simplen Algorithmen sagt man der KI nicht, nach welchen Regeln sie die Leute aussuchen sollen. Sondern das Aufregende besteht darin, dass die KI sich die Regeln selbst überlegt. Das heißt, man sagt der KI nur noch, finde mir den besten Arbeitnehmer, finde mir denjenigen, der ein Darlehen bekommen soll. Und die KI findet für sich selbst heraus, mit den Regeln, die sie selbst entwickelt, wer den Job bekommen soll und wer das Darlehen bekommen soll. Jetzt haben Sie uns schon ein paar Anwendungsbereiche erzählt. Wo sind denn die Hauptanwendungsbereiche für die KI derzeit? Weil wir leben ja schon mittendrin. Wir leben mittendrin. Man glaubt immer, KI ist noch ein bisschen, was das so Zukunftsmusik ist. Aber eigentlich ist es schon fast eine historische Komponente. Es gibt fast keinen Lebensbereich mehr, wo KI keine Rolle spielt. Große, wichtige Lebensbereiche wie in der Strafrechtspflege werden sie eingesetzt, im Medizinwesen, Bankenwesen. KI wird eingesetzt, um zu entscheiden, wer einen Job bekommt, wer zur Uni zugelassen wird. Aber auch relativ simple Dinge wie, wie finde ich meinen Weg zur Arbeit? Algorithmen zeigen einem, wie man von A nach B kommt. Wenn man im Internet etwas bestellt, dann sind die Preise, die man sieht, von Algorithmen getrieben. Die Suchergebnisse auf Suchmaschinen, die Posts und Social Media, alles das wird von Algorithmen vorbereitet. Also jedes Mal, wenn wir digital denken, müssen wir auch an Algorithmen denken, weil die immer im Hintergrund auch mitspielen. Gibt es etwas, an das wir momentan noch gar nicht denken, auf was wir uns zukünftig einstellen müssen? Wenn man sich das ein bisschen traditionell ansieht, weiß man, dass man gedacht hat, dass KI vor allem in Bereichen eingesetzt wird, wo es um manuelle Arbeit geht und dass sozusagen die Robotik die Zukunft ist. Und dass man gedacht hat, dass KI in bestimmten Bereichen, wo es zum Beispiel um Pflege oder Empathie oder Kunst, dass Dinge sind, die so der menschlichen Seele verschrieben sind, das könnte eine KI niemals machen. Und jetzt sieht man aber schon, dass sich das auch ein bisschen wendet und dass KI zum Beispiel auch schon in der Kunst eingesetzt wird. Also KI kann genutzt werden, um Bilder zu erstellen, also Kunstwerke zu malen, kann eingesetzt werden, um Musik zu komponieren, kann Poetry machen, kann Geschichten schreiben, solche Dinge. Und das ist etwas, das man hätte man sich wahrscheinlich vor kurzem noch nicht wirklich gedacht, dass das möglich ist. Wo sehen Sie denn die größten Vorteile vom Einsatz von künstlicher Intelligenz? Ja, das kommt ein bisschen darauf an. Ich glaube grundsätzlich, dass fast jeder Lebensbereich profitieren kann von KI. Weil es ja so ist, dass wir KI nutzen können, um bessere Entscheidungen zu treffen. Im Sinne von, wir haben ja oftmals nicht so wirklich den Blick in den Kopf eines Menschen. Ja, ich weiß ja nicht sozusagen, warum ich einen Job bekomme, warum ich ihn nicht bekomme, warum ich eine Beförderung nicht bekomme, warum ich ein Darlehen nicht bekomme, weil der Kopf des Menschen für mich nicht einsichtig ist. Aber Algorithmen, denen kann ich in den Kopf schauen. Nicht? Das heißt, wenn ich mich einsetze und wenn ich mich mit Technik auseinandersetze, dann könnte ich zumindest nachvollziehen, warum diese Entscheidungen getroffen würden. Genauso, wenn es um Bias geht. Nicht? So, wir Menschen haben Bias, wir haben Vorteile, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und auch die kann ich nicht einem Menschen vom Gesicht ablesen, aber ich kann sie vom Algorithmus ablesen. Dass ich kann testen, ob der Algorithmus fair ist. Das heißt, KI gibt uns die Möglichkeit, Entscheidungsprozesse transparent offenzulegen, die wir beim Menschen niemals offenlegen könnten. Das heißt, wir könnten, wenn wir wollen, KI in all diesen Bereichen einsetzen, sei es Strafrechtspflege, Darlehensvergabe, Leute zur Uni schicken oder
Versicherungen ausgeben und wir könnten verstehen, warum das so gemacht wird und könnten versuchen, so die Blackbox zu öffnen. Das heißt, da ist Potenzial, da eigentlich bessere Entscheidungen auch zu treffen. Aber wahrscheinlich keine Vorteile ohne auch einen gewissen Nachteil. Es arbeitet ja auch schon die Europäische Union an einem Regelwerk für künstliche Intelligenz, den AI Act. Sie arbeiten hier auch sehr federführend mit. Was beinhaltet denn dieses Regelwerk? Ja, das Regelwerk ist ein sehr schlaues, weil dem Gesetzgeber klar ist, dass KI nicht ohne Risiken ist. Und der hat sich eine Art Risikopyramide ausgedacht. Und der kategorisiert KI je nachdem, wie potenziell risikoreich die KI ist. Und je nachdem, wie gefährlich das sein kann, gibt es bestimmte Regeln, an die man sich halten muss. Da gibt es einen Hochrisikobereich, wo man sagt, das ist unverantwortlich, das wollen wir so nicht haben. Diese Anwendungen sind zum Beispiel verboten. Und dann gibt es den mittleren Risikobereich, wo es eben Bereiche sind wie Strafrechtspflege oder eben Ausbildung oder der Arbeitsmarkt, wo es Hochrisiko gibt, aber auch Chancen. Und da gibt es bestimmte Regeln, die man sich halten muss. Und dann gibt es den niederschwelligen Bereich, wo vielleicht was schiefgehen kann, aber die Gefahr relativ niedrig ist. Und je nachdem, wo man KI entwickelt, muss man sich dann halt an diese bestimmten Regeln halten, um sicherzugehen, damit man das Gute nutzen kann und das Schlechte verhindern. Wir beschäftigen uns ja sehr auch mit der wirtschaftlichen Auswirkung von künstlicher Intelligenz. Würden Sie sagen, dass so eine Regulierung dann die Branche einschränkt? Oder anders gefragt, bedeutet das einen Wettbewerbsnachteil für Europa? Wie geht es den anderen Staaten? Denken die auch über ein ähnliches Regelwerk nach? Ja, ich bin eigentlich der Meinung, dass der KI-Act ein Wettbewerbsvorteil ist, weil es ja darum geht, in dem Regelwerk nicht Dinge zu verhindern, sondern zu helfen, dass Algorithmen ethisch gestaltet werden. Das ist mir eine Hilfslinie, gute Produkte herzustellen. Und in Wirklichkeit ist das ein Vorteil, ein Marktvorteil. Genauso, wenn man in den Supermarkt geht und dann sieht man irgendwann, dass etwas Fairtrade ist, wird es irgendwann mal eine Möglichkeit geben, KI-Produkte zu kaufen, die ein Gütesiegel der Union drauf haben, wo man dann sicher sein kann, dass es etwas ist, das ethisch und rechtlich vertretbar ist und die Grund- und Menschenrechte schützt. Und das ist etwas, das, glaube ich, immer mehr wichtig für die Leute wird, weil KI ja ein Riesenthema geworden ist. Und dass wir sozusagen einen First-Mover-Advantage haben, weil wir die Ersten sind weltweit, die sich mit diesen Regeln auseinandersetzen und wir sozusagen zeigen, wie man das machen kann, die Standards selbst entwickeln. Das heißt, ich glaube, in Wirklichkeit wird das ein riesengroßer Marktvorteil sein, weil die Leute sich einfach verlassen können, dass diese Produkte verantwortlich hergestellt werden und sicher sind. Welche Kooperationsmodelle würden Sie sich dann aus der KI-Sicht wünschen zwischen Mensch und Maschine für die Zukunft? Ja, mir ist ganz, ganz wichtig, dass man KI nicht nutzt, um Menschen zu ersetzen, sondern das mehr als eine Tandemfunktion ansieht. Genauso, wenn man sich traditionell das Arztwesen ansieht, nicht? Dann würde man ja auch nicht sagen, dass die Kernspintomographie die Ärzte ersetzt hat, sondern dass es ein Tool ist, mit dem man besser Diagnosen stellen kann. Nicht? Und genauso stelle ich mir das in allen Lebensbereichen vor, dass es einfach bestimmte Dinge gibt, wo uns die KI helfen kann, besser und schneller und vielleicht sogar akkurater zu sein, aber nicht den Menschen rauszunehmen, sondern einfach nur bestimmte Fähigkeiten stärker zu machen. Das wäre es, wie ich es mir vorstellen würde. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für den Einblick in Ihre Forschungsarbeiten, wünsche Ihnen noch viele interessante Fragestellungen und hoffe, dass wir auch in Zukunft das Gespräch noch persönlich führen und nicht ein Avatar hier. Hoffentlich auch. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, wenn Sie noch Interesse an weiterführender Information haben, dann besuchen Sie uns doch gerne auf rcm.at. Da finden Sie auch noch interessante Investitionsmöglichkeiten zu diesem Thema.